weiter geht's jetzt hier bei Pearl TV mit unserem Pearl TV Energieratgeber. Und wir befassen uns heute mal mit unseren beliebtesten Solaranlagen und die mit den ganz dünnen Solarpaneln. Also die wiegen wirklich nicht viel und das ist eben auch die neueste Technologie. Das ist wirklich hervorragend. Da haben wir verschiedene Varianten, aber genau diese sind eben auch super beliebt und da ist die Nachfrage auch extrem groß. Generell nach Solarenergie ist die Nachfrage sehr groß, denn jeder möchte jetzt aktiv werden und einfach was für seinen eigenen Geldbeutel tun. Ja, eigener Geldbeutel ist ein gutes Stichwort, weil man hat ja erstmal den Eindruck gehabt, die Strompreise, die entspannen sich wieder ein bisschen. Und dann gab es vor 2 Wochen die Riesenschlagzeilen immer wieder. Die Bundesregierung wird weitere Strompreiserhöhungen planen durch neue Umlagen. Da sehen Sie es, vielleicht haben Sie es auch irgendwo gelesen, das ist quer durch den Mediengarten durch. Das haben eigentlich alle großen Presseportale gemeldet. Regierung plant neue Umlage. Also entspannen ist nichts. Und Strom sparen, ich glaube, das können wir auch nicht mehr ohne Lebensqualität zu verlieren. Und da ist selber erzeugen genau das Richtige. Und unsere erste Anlage ist prädestiniert für die Leute, die sagen, ich habe noch nur einen kleinen Balkon, weil hier reicht auch ein kleiner Balkon und die Effektivität, die ist unglaublich. Ultradünne Solarpanel hat hier Monika angesprochen und das ist auch noch ganz wichtig, weil viele haben Angst, Solarpanel, wie kann ich die festmachen? Die haben ja ein Gewicht von teilweise 15 bis 20 Kilo. Kann ich die akkurat oder kann ich die wirklich sicher montieren? Hier ist es kein Problem. Wir zeigen Ihnen mal ein Solarpanel und die erste Anlage besteht aus 2 dieser Solarpanel. Und jetzt geht es vor allem um die Dicke. Hier haben wir 0,55 cm oder 5,5 mm. Und diese Solarpanel haben gerade mal ein Eigengewicht von knapp über 7 Kilo. Und Sie sehen auch Aussparungen an allen Seiten. Und im Lieferumfang enthalten sind bei all diesen Anlagen, die wir Ihnen zeigen, Kabelbinder. Und das sind die einzigen Solarpanel, bei denen ich auch befürworte, dass man die mit Kabelbindern befestigt. Das heißt, Montageproblem gelöst. Ich glaube, ein Kabelbinder einfädeln und zumachen, das ist wirklich kinderleicht und das kann jeder. Trotzdem haben wir beste Qualität und zwar hier patentierte Fullscreen-Technologie. Eigentlich das Nonplusultra, wenn es um Solarpanel geht. Diese Aussparungen sehen Sie 4 an der langen, 3 an der kurzen Seite. Entsprechend sind natürlich auch die Kabelbinder dabei. Jetzt ist die Montage kein Problem mehr. Übrigens auch keine Genehmigungsfrage mehr, auch für Mieter nicht. Denn im April wurde das vereinfachte Verfahren für Balkonsolaranlagen nochmal vereinfacht. Und hier haben wir noch etwas, was diese Anlage auch im Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich unschlagbar macht. Neben dem Solarpanel und dem Inverter, der ja immer zwingend zu einer Anlage gehört, haben wir auch noch einen Speicher. Jetzt haben wir hier 2 Solarpanel, die insgesamt bis zu 430 Watt aufnehmen können. 350 Watt speist hiervon der Inverter in ihren Stromkreislauf ein. Das heißt, der Grundstrom ist tagsüber mehr als gedeckt. Wenn jetzt aber Überschuss produziert wird, was sehr häufig der Fall sein wird, wird der in dem Speicher gespeichert mit über einer Kilowattstunde Kapazität. Haben Sie dann auch nach Sonnenuntergang eben noch Strom zur Verfügung, der tagsüber nicht genutzt wurde. Und das heißt, diese Anlage arbeitet für Sie weit über den Sonnenuntergang hinaus. Jetzt, wir schauen ja, oder ja, schon allein von berufsbedingt, schauen wir viel, was hängt an Solarpanelen. Und das passiert uns eigentlich jeden Tag, dass wir irgendwo neue Solaranlagen entdecken und vor allem ganz, ganz viele Balkonsolaranlagen. Ich bin mir sicher, das geht dir genauso, Monika. Geht mir exakt genauso. Ich schaue immer, wo denn die Leute schon clever sind und was denn wieder so Neues auch gerade in meiner Umgebung vielleicht wieder aufgebaut wurde. Und da entdecke ich wirklich immer mehr. Also es ist einfach nicht nur ein Trend, sondern es ist einfach auch eine gute Sache für ihr eigenen Geldbeutel. Und da kann man jetzt super aktiv werden, gerade hier mit diesen ultradünnen Solarpanel, wo auch schon hier diese Vorrichtungen dran sind, dass man die einfach anbringen kann, gerade mit den Kabelbindern, die da auch sogar schon im Lieferumfang enthalten sind. Also das ist wirklich ein richtiger Vorteil und natürlich auch unser TV-Sonderpreis. Aber schauen wir natürlich erstmal auf den regulären Preis bei Pearl.de und da wären wir bei 870 Euro knapp. Ja, und jetzt sehen Sie schon Ihre Preisersparnis hier bei uns in unserem TV-Sonderpreis. Also das ist wirklich hervorragend. Deshalb lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen, für 699,99 Euro zu bestellen mit der MW13
33 und der 569. Wir hatten diesen Akkuspeicher gerade erwähnt, den haben wir jetzt auch noch mal einzeln. Ja, ganz einfach. Bei über 560.000 installierten Balkon-Solaranlagen, wo auch viele kleine dabei sind, die also einen Inverter mit einem Laderegler haben, da kann man sowas nachrüsten. Und dann hat man eben schon gezeigt, dass man clever ist durch die Installation einer Balkon-Solaranlage, aber zeigt jetzt, dass man auch nahezu 100% des eigenen Sonnenstroms auch selber nutzen möchte, indem man einen solchen Speicher zwischenschaltet, der übrigens aus Lithium-Eisenphosphat-Akku oder mit der Akkutechnologie arbeitet. Und die ist für hohe Sicherheit und vor allem für Langlebigkeit bekannt. Mit über 6000 Ladezyklen kann man hier sagen, 15 bis 20 Jahre Dauerbetrieb ohne nennenswerten Kapazitätsverlust und Installationszeit 2 Minuten, weil man die, wenn Sie eine Anlage haben, die MC4-Stecker, die jetzt in Ihren Inverter gehen, die steckt man einfach in den Speicher und vom Speicher wieder in den Inverter. Und das dauert nicht länger als die Erzählung von mir gerade. Und dementsprechend würde ich das jedem raten, der eine kleine Balkonsolaranlage installiert hat. Für größere Anlagen, also 600 oder 800 Watt Balkonsolaranlagen, haben wir nachher noch einen Vorschlag für Sie. Aber für die kleineren wäre das eigentlich die Möglichkeit, um nahezu 100% des selbst erzeugten Stroms auch wirklich selbst nutzen zu können. Ja, und genau diesen Akkuspeicher bieten wir natürlich auch zum TV-Sonderpreis an. 429,99 €. Ihr TV-Sonderpreis kommt dann eben auch versandkostenfrei zu Ihnen zu bestellen mit der MB12 44 und der 569. Und das war doch schon mal eine richtig tolle, also das war ein richtig toller Beginn. Aber wir haben da noch was richtig Cooles für Sie, was auch schon super beliebt ist. Denn das würde ich mal sagen, ist jetzt wirklich hier alles vereint in einem Gerät, egal ob On-Grid, Powerstation oder hier eben auch Stromspeicher. Also damit sind Sie immer auf der sicheren Seite. Haben wir hier gleich diese Kombination in verschiedenen Varianten. Schauen Sie da einfach, wie viel Platz Sie haben. Entweder mit 2 Solarpaneln, mit 4 oder eben auch diesen Stromspeicher einzeln. Aber da sollte man auf jeden Fall zugreifen. Ja, natürlich. Und das, wir haben die vorgestellt und die waren innerhalb von wenigen Tagen komplett ausverkauft. Jetzt brauchen wir ein paar Wochen Geduld. Aber es lohnt sich zu warten, weil wir hier zwei komplette Anlagen miteinander verbinden. Einmal wieder eine Balkon-Solaranlage mit einem riesengroßen Speicher mit über 2 Kilowattstunden Speicherkapazität und die ganz einfach angeschlossen wird, auch hier über den Schuko-Stecker, wie die erste Anlage auch, an Ihren Hausstrom. Und dann gehen hier sogar bis zu 800 Watt, das ist das gesetzliche Maximum, was zugelassen ist, bis zu 800 Watt in Ihren Hausstrom hinein. Und das ist schon mal wirklich toll. Übrigens, die erste Anlage als auch die sind Balkonsolaranlagen und die sind im Moment noch förderungswürdig. Das heißt, es gibt an vielen Stellen Fördergelder. Aktiv nochmal für Balkonsolaranlagen. Die können zwischen, ich glaube, das Mindeste, was ich gesehen habe, war mal 150 € bis zu 600 € Fördergeldern betragen. Da müssten Sie einfach in Ihrem Landkreis, in Ihrem Rathaus mal nachfragen. Hier sehen wir auch wieder diese Solarpanel. Jetzt bei der ersten Anlage 2. Und viele fragen, wie viel Platz brauche ich denn da? Möchte ich auch gleich beantworten. Ultradünn haben wir gesehen, mit 5,5 mm. Aber hier hat ein Solarpanel 1,22 Meter in der Länge. Das heißt, nebeneinander gut und großzügig aufgerundet bräuchten wir 2,50 Meter bei der ersten Anlage. Und wer diesen Platz hat, egal ob Mieter, ob Eigentumswohnungsbesitzer oder Häuslebesitzer, der sollte den auch ausnutzen. Und damit kann man wirklich viel, viel Geld sparen, weil alles, was hier erzeugt wird, muss ich nicht an meinen Netzanbieter bezahlen. So, das war hier Balkonsolaranlage. Jetzt kommen wir aber zum wirklich für mich gravierenden Unterschied, weil Sie sehen, am Speicher ist auch eine Direktabnahme von Strom möglich. Das sind 12 Volt, das sind USB, aber auch 230 Volt. Und jetzt ist das auch eine Off-Grid-Anlage. Eine Anlage, die ich überall auf der Welt aufbauen kann, die mir Strom erzeugt und den Strom kann ich direkt hier entnehmen. Für Geräte, also wenn das Gerät gefüllt ist, und wir sehen hier, wir sind schon bei 87%, über 230
230 Volt, alleine hier bis zu 2200 Watt. Jetzt muss ich das differenzieren. Man könnte diese Anlage auch mobil einsetzen. Warum ist es ein Unterschied? Ganz einfach, das sagt uns der Gesetzgeber durch das Jahressteuergesetz für Photovoltaikanlagen. Und das möchte ich einmal kurz erwähnen. Dann erklärt sich auch, warum wir bei diesen Anlagen jeweils zwei Bestellnummern haben. Zu Hause installiert als Balkonsolaranlage. Ist das ein Festeinbau zu Hause? 0% Mehrwertsteuer, wenn Sie sowas mitnehmen, zum Beispiel im Schrebergarten oder auch auf dem Campingplatz, dann ist es ein mobiler Einsatz, da wären es 19% Mehrwertsteuer. Nur, dass wir das einmal kurz erklärt haben, damit Sie wissen, warum es hier zwei verschiedene Bestellnummern und zwei verschiedene, ganz einfach zwei verschiedene Preise gibt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Sie installieren das als Balkonsolaranlage wie gehabt zu Hause. Und es wäre mal ein Stromausfall. Eine normale On-Grid-Anlage braucht den Netzstrom, um zu funktionieren, sonst geht nichts. Diese Anlage steht Ihnen auch dann zur Verfügung, dann natürlich nicht mit Direkteinspeisung in Ihr Hausnetz, das ist ja in dem Moment lahmgelegt, aber Sie haben hier die Möglichkeit, jederzeit Ihre wichtigsten Geräte weiterhin zu betreiben. Und Stromausfall passiert oftmals nachts, deshalb haben wir hier auch noch einen richtigen Scheinwerfer, dass ich erstmal für Licht sorge und dann kann ich hier ohne Probleme stundenlang die wichtigsten Geräte betreiben oder auch mal das Handy laden. Das wäre, glaube ich, für dich nicht unwichtig. Und auch 12-Volt-Geräte kommen nicht zu kurz. Also es ist eigentlich, wir sagen so gerne, die eierlegende Wollmilchsau hier. On-Grid-Anlage, Balkonsolaranlage im Optimum mit Speicher, aber auch eine Off-Grid-Anlage, die komplett autark überall auf der Welt für Ihre Stromversorgung sorgen kann. Ja, deshalb jetzt hier vorbestellen, sichern Sie sich eben noch einen Platz auf der Vorbestellerliste. Die erste Lieferung, die wir hatten, die war ruckzuck ausverkauft. Und genauso sieht es auch schon mit der zweiten aus. Deshalb seien Sie schnell. Natürlich bekommen Sie dann auch noch unseren Super-TV-Sonderpreis. Und kommt natürlich dann auch versandkostenfrei zu Ihnen. Und fragen Sie auf jeden Fall nochmal nach gegebenenfalls Förderung bei sich in der Stadt beim Rathaus. Rufen Sie mal an. Das kann sich da auf jeden Fall auch noch lohnen. Die Bestellnummer ist die MW 1433 und die 569. Ja, und hier sehen wir das gerade noch mal mit den Förderungen. Natürlich können Sie sich da auch mal online schlau machen. Aber da würde ich am besten vielleicht einfach mal nachfragen und mir das nicht entgehen lassen. Aber wenn da nichts mehr in diesem Topf sein sollte, ist das ja auch gar kein Problem, denn Sie bekommen den TV-Sonderpreis. Und wenn Sie mehr Platz haben für 4 dieser ultradünnen Solarpanel, dann nutzen Sie den mit dieser Anlage jetzt auch aus. Ja, das müssen wir noch mal sagen. Die Fördergelder gelten natürlich nur als Balkonsolaranlage. Mhm. Also wieder Festeinbau zu Hause und dann auch den Vorteil der Steuer, 0% Mehrwertsteuer. Man könnte so eine Anlage natürlich auch wieder mobil einsetzen, Schrebergarten, Camping, Bootshaus, ähnliches, dann wären es wieder 19% Mehrwertsteuer und da haben wir jetzt gerade die Bestellnummer eingeblendet. Jetzt wechselt es auf die 0% Mehrwertsteuer und das wird für die meisten eben am interessantesten sein. Nochmal die Platz, den ich brauche. Wir haben 4 Solarpanel, die 1,22 Meter jeweils groß sind, also grob aufgerundet 5 Meter Fläche. Das kann auch mal über Eck sein, das kann am Stück sein. Das ist den Solarpanelen ganz, ganz egal. Und die sind alle steckerfertig, diese Anlagen. Und jetzt haben Sie hier die Möglichkeit, ans Maximum zu gehen, an der Aufnahme. Wir haben hier über 800 Watt, also auch Potenzial, dass immer was übrig bleibt, mit der Einspeisung wieder über die Steckdose, also über den Schuko-Stecker in Ihr Netzwerk. Also bis zu 800 Watt und das ist das im vereinfachten Verfahren zulässige Maximum, wird hier eingespeist, der Rest wird gespeichert und steht dann auch noch nach Sonnenuntergang mit über 2000 Wattstunden, also 2 Kilowattstunden zu Ihrer Verfügung und da hat man schon den halben Abend durch und muss den Strom eben nicht an den Netzanbieter bezahlen und das ist wirklich das Optimum, was man rausholen kann, eine Balkonsolaranlage mit Speicher, damit der Strom auch nach Sonnenuntergang noch zur Verfügung steht. Und hier auch wieder mit dem Vorteil, wenn alle Stricke reißen und der Netzstrom aus welchem Grund auch immer
ausfällt, dann können Sie den Strom auch bei Stromausfall nutzen. Dann nicht mehr, ich wiederhole das gerne nochmal, nicht mehr mit Direkteinspeisung in Ihre Steckdose, sondern Sie nehmen dann ganz einfach das Gerät, das ist ja transportabel, der Stromspeicher, nehmen den mit in die Wohnung und betreiben hier Ihre wichtigsten Anlagen oder wichtigsten elektrischen Geräte. Und wenn der Speicher mal leer ist, hängt man ihn einfach wieder an die Solarpanel und die laden sich wieder auf. Also das ist einfach genial. Und auch die Akkutechnologie hier wirklich super, nämlich diese Lithium-Eisen-Phosphat-Akkutechnologie, die für mich einfach die sicherste und die beste ist, wenn es um Solaranlagen geht. Und da können Sie sich Jahrzehnte drüber freuen, über diesen Stromspeicher, der für Sie arbeitet und für Sie arbeitet. Auch wenn Sie mal den Rasen mähen möchten mit einem Elektrorasenmäher oder auch mal die Hecken schneiden, nehmen Sie einfach den Speicher, der hat hier sogar zwei Griffe, ist so schwer wie eine Kiste Bier ungefähr, und dann nehmen Sie den Strom dorthin mit, wo Sie ihn gerade brauchen, und wenn der Speicher leer ist, wird er einfach wieder ans Netzwerk angeschlossen, das heißt an Ihre Solarpanel, und dann natürlich wieder den Stecker in die Steckdose, da sehen wir ihn, den einfachen Schuko Stecker. Genehmigung, darüber möchte ich noch mal sprechen, weil viele haben Angst, darf ich das? Im April, ich hatte es vorhin erwähnt, wurde das vereinfachte Verfahren noch mal vereinfacht. Und das sagt auch keine Genehmigungspflicht mehr, weder von staatlicher Seite, noch muss ich beim Vermieter, wenn ich in der Mietwohnung wohne, eine Genehmigung einholen. Ich darf es anbringen. Und auch ganz wichtig für Eigentumswohnungsbesitzer, ja, ich muss die Eigentümerversammlung nicht fragen und auf einen Mehrheitsbeschluss warten, sondern ich kann es installieren. Und vielleicht als Erster in meinem Wohngebäude und dann auch zeigen, dass ich clever bin, dass ich die Zeichen der Zeit verstanden habe und dann über Jahre und Jahrzehnte eben Geld spare. Und ich glaube, über die Amortisierung von Balkonsolaranlagen brauchen wir nicht sprechen. Über 560.000 installierte Balkonsolaranlagen können nicht lügen. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon 570.000 oder mehr, weil die 560.000 ist noch eine Zahl von vor 10 Tagen ungefähr. Aber im Moment liegt es voll im Trend und das auch zu 100% zu Recht. Ja, und bei uns bekommen Sie natürlich immer noch den TV-Sonderpreis und der lässt sich hier auch wirklich sehen. Also seien Sie schnell und bestellen auch hier direkt vor, damit Sie sich eben einen Platz auf der Vorbestellerliste sichern können. Kommt dann auch versandkostenfrei zu Ihnen und das ist ja auch wirklich beeindruckend, gerade weil diese Kombination hier auch 4 Solarpanel enthalten hat. Aber vielleicht wollen Sie auch einfach nur nachrüsten und jetzt hier diesen Stromspeicher hier einzeln bestellen, haben wir natürlich auch noch. Ja, und den Stromspeicher kann man anschließen an 1, 2, 3 oder 4 Solarpanel. Das ist überhaupt kein Problem, sogar mit einer Leistungsaufnahme bis zu 1200 Watt Einspeisung, Direkteinspeisung, wenn Sie es zum Beispiel als Erweiterung der Balkonsolaranlage nutzen wollen, maximal 800 Watt. Wie gesagt, das ist das gesetzliche Maximum. Aber viele haben auch vielleicht auf dem Schrebergarten noch ein älteres Solarpanel, was leistungsfähiger ist. Auch das könnte man anschließen. Dann wäre es wieder mobiler Einsatz, 19% Mehrwertsteuer. Man kann das aber auch eben zu Hause zur Erweiterung der vorhandenen Balkonsolaranlage anschließen. Dann wäre es Zubehör zu einer privat genutzten Photovoltaikanlage, also 0% Mehrwertsteuer. Zu Hause kurz erklärt, Sie haben jetzt, wenn Sie bereits eine Balkonsolaranlage haben, ich gehe jetzt mal von den großen aus, 600 oder 800 Watt, die Stecker, die MC4-Stecker im Inverter. Die stecken Sie bitte aus und stecken Sie ganz einfach hier in den Stromspeicher. Den Inverter, den dürfen Sie mal zur Seite legen, weil den werden Sie in Zukunft nicht mehr brauchen dann. Der ist hier bereits eingebaut. Und dann gehen Sie mit dem Stecker in die Steckdose. Und damit ist es eine vollwertige Balkonsolaranlage mit Speicher, mit dem Bewusstsein, dass ich nicht nur nach Sonnenuntergang den Strom nutzen kann, der hier gespeichert ist, der ja im Normalfall dann automatisch in meinen Stromkreislauf einfällt, sondern ich auch jederzeit, wann immer ich das möchte, hier am Gerät Geräte bis zu 2200 Watt betreiben kann. Und wenn Stromausfall wäre, durch diese Off-Grid-Funktion funktioniert das Ganze auch noch. Bitte, bitte vorbestellen, ob als Anlage die kleine, die große oder nur der Speicher, die kommen bald. Also wir tun unser Möglichstes oder versuchen unser Möglichstes zu tun, dass die Lieferzeit ein bisschen verkürzt wird, dass sie früher kommen. Aber die Nachfrage ist ungebrochen hoch. Ich habe es vorhin gesagt, die erste Lieferung war sofort ausverkauft. Deshalb macht es Sinn,
jetzt vorzubestellen, dass man dann bei der nächsten Lieferung berücksichtigt wird. Sie bezahlen natürlich auch erst, wenn es auch an Sie ausgeliefert wird. Ich nenne Ihnen auch gerne noch die Bestellnummer, die MB1242 und die 569. Kommt natürlich dann auch versandkostenfrei zu Ihnen. Ja, und das war hier unser Pearl TV Energie Ratgeber. Wir wünschen Ihnen ganz viel Freude beim Bestellen.